Krankenschwester immer noch so... Warum? Was war das für eine Ansicht? Er wollte uns das Schild präsentieren, ganz stark. Wir gehen lieber auf der linken Seite. Ich habe das Gefühl, da auf der rechten ist nur Wand. Genau hier war die Tankstelle. Gut. Hä, warte mal, die Tankstelle. Nicht, dass wir jetzt in den Gang reinlaufen. Nee, gut. Müssen wir doch bei der Bowlingbahn was machen? Ich denke nicht. Wir rennen. Wir sind hier so viele Krankenschüsse. Oder nicht? Sonst noch was? Nee. Rennen wir einfach weiter. Musst du auch passen, dass ich nie an dem Museum vorbeirenne. Da war ich nämlich null Bock. Deswegen bleiben wir jetzt auf der rechten Seite. Es muss nämlich hier irgendwo auf der rechten Seite sein. Hoffe ich. Auf jeden Fall ist da ja was unterstrichen. Wir sind auch so viele Gegner. Also denke ich mal, die werden schon richtig sein. Wenn wir da angekommen sind, werde ich so erstmal aufhören für heute. Ich habe ja noch so viel zu tun. Was steht denn überhaupt? Cocktails? Oder so habe ich gelesen? Echt, ich rede glaube ich schon wieder viel zu leise, aber. Naja, es muss hier sein. Irgendwo. Hoffe ich. Klicken? Hier ist es unterstrichen gewesen. Ach, hier. Ah, so wie die Ansicht ist, auf jeden Fall. Yeah, wir haben das Museum gefunden. Super. Cool, ist auch endlich mal wieder heller hier. Heller. Obwohl, jetzt interessiert mich schon ein bisschen. Wir spielen noch ein bisschen weiter. Zwar nicht mehr viel, aber ein bisschen noch. Es ist, mal sehen, außer... Ja, okay. Dann habe ich wenigstens ein bisschen was wieder... Schauen wir uns mal hier um. Der Schloss ist kaputt. Das ist ja der Lieblingsspruch. Gehen wir mal hier rein. Oh, naja, okay. Können wir wieder zurückgehen. Ich wollte eigentlich erstmal in einen anderen Raum checken, ob da die Karte ist. Meistens liegt die nämlich am Anfang. Gehen wir mal zurück. Okay. Checken erstmal hier alles. Das ist ein komisches Bild. Was? Hier hängt ein Foto. Boah, geil, James. Kohlengrube. Okay. Oh. Oh, warte mal. Das ist der Pyramid Head. Ja. Oh Gott, was sagt er zu dem Foto? Ach du fucking, guck dir das Foto an. Nebliger Tag. Nachlass des Urteils. Das ist er. Ja, du bist weise, James. Das macht mir ein bisschen Angst, das Bild. Naja, gehen wir lieber weiter, bevor das Bild noch anfängt, lebendig zu werden. Was wäre? What? Erstmal das Geräusch, dann dieses fucking... Was? Hier ist ein Foto von einem sehr, sehr tiefen Loch. Was kann das sein? Das andere macht mir viel mehr Angst. Dieses Foto zeigt den Direktor des alten Brookhaven Hospitals. Er scheint eine sehr bekannte Person in der Stadt gewesen zu sein. Hört ihr das? Das erinnert mich an so Blumen. Okay, Maus, bitte. Ich mag gar nichts mehr reden. Boah. Fuck. Da, 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 da. Tut mir leid, dass ich die anderen Folien nicht angucke, aber... Oh, wir rennen lieber. Wir rennen, wir rennen, wir rennen, wir rennen. SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf. Monster Energie, Monster Energie. Alter... Geht das in die Hölle runter oder was? Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Warum habe ich nicht aufgehört? Ich gucke lieber woanders hin. Gott sei Dank. Gott sei Dank spielen wir ohne Livecam. Ich habe ja auch keine Webcam. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Fucking. Ich wette, er ist da unten. Das wette ich. Wir haben nicht umsonst so viel Munition und so gefunden. Alter! Hört ihr das? Es wird immer lauter. Genau, ich bilde mir einfach ein, das ist eine Sirene vom Schiff. Achso, das ist eine Tür. Gehen wir schnell durch, bevor es noch unheimlicher hier wird. Die Waffe ist gezückt. Keine Karte, wetten. Ich habe keine Karte. Bitte lass nehmen. Ich will jetzt nur mal wissen,
Seht ihr uns? Fucking, fucking! Bitte lass es. Hier liegt irgendein Dokument. Ach du Häftling! Das kann ich lesen. Was ist das? Bin ich jetzt im ganzen. Das. Achso, ist nur so ein kleiner Raum. Ich glaube, wir sind im Gefängnis. Hä? Vom Museum in ein Gefängnis? Dann war das da oben bestimmt der Ausbruch. Ich sag gerade nichts, ich weiß, aber. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Vom Museum landen wir im Gefängnis. Sie haben eine Trophäe verdient. Gutes Auge. Hä? Ja, Leute, okay. Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Das war ja seltsam. Ich habe ihn erschossen, wollte gerade. Ich trampel andauernd auf ihn rauf. Und James stirbt. Und ich habe auch versucht, da hinten, keine Ahnung. Egal, ich wollte ja eh jetzt aufhören. Das war's mit Silent Hill. Ich hoffe, dass ich mich jetzt auch dran halte und das wirklich öfter spiele. Das wird jetzt erstmal durchgehend weitergespielt. Ich bin ja mit Diablo durch. Nach Silent Hill, auch wirklich nach Silent Hill. Es wird ein neues Projekt kommen. Silent Hill 3 weiß ich nicht, ob es Silent Hill 3 wird. Ich habe da nämlich eigentlich was anderes vor noch. Ja, jetzt will ich nicht genug quatschen, sondern... Oh Gott. Wir sehen uns halt beim nächsten Mal wieder in diesem Museum. / Gefängnis. Keine Ahnung, komisches Monster, das... Ja, mich ausgesaugt hat oder so. Keine Ahnung. Okay, ciao. Oh. Nein, nicht nochmal speichern. Kann man hier vielleicht irgendwo rein? Sieht aus wie so ein Hotel. Okay. Kann man da auch noch weiter links? Nee, ich will erstmal hier gucken. Gehen wir nochmal die Treppen hoch. Da müssen wir ja auch später hin. Na, hier geht's nicht weiter. Okay. Dann gehen wir jetzt hier unter durch. Gott, wo sind wir denn jetzt? Ich denke mal, was ist das? Was steht da? Kann man leider nicht lesen. Es ist zu dunkel. Hier kann man auch nochmal gucken, aber mein Auge sagt, hier ist nichts. Das ist wieder eine blöde Krankenschwester. Hey, geht uns einfach auf den Sack. Sie ignorieren mir. Munition für die zu verschwenden wäre schäl. Weil sie rennt ja auch nicht auf uns zu oder so, oder? Ist halt weit weg. Wild weg. Ist hier noch was? Ich habe irgendwas gesehen. Hä? Was ist das? Hä? Okay. Seltsame Geräusche machen mir Angst. Aber ich höre auf jeden Fall einen Motor laufen. Vielleicht von dem Lieferwagen hier? Nee. Ach, da liegt noch was. Kannst du beim nächsten Mal bitte alles mit dem James? Sollte nicht so viel. Da liegt noch mehr. Hört ihr das? Jetzt nicht mehr. Immer so. Weiß nicht, jetzt wird Pyramidenhead sein Messer irgendwie schwingen oder so. Jetzt will ich aber wissen, wo der Motor ist. Nicht, dass ich gleich sterbe. Weil mir ist eine Tankstelle. Und da läuft ein Auto. Ich schwöre, wenn das nicht gleich in die Luft fliegt hier alles. Achso, da liegt was drauf. Alter, die Kamera. Ich schwöre, das ist nicht meine Schuld, Leute. Aber das ist ganz schlimm. Scheiße. Wartet mal. Was habe ich jetzt gefunden? So schnell konnte ich gar nicht lesen. Was ist das? Ein Brett? Stahlrohr? Und ich glaube, es war ein Stahlrohr. Ein Meter lang Stahlrohr. Nicht sehr durchschlagskräftig, aber gute Reichweite. Okay. Trockenbatterie. Schrauben. Ja, ich muss mal einen nehmen. Ihr seht ja, grau. Ampulle haben wir tatsächlich eine gefunden. Okay. Jetzt hört er auf einmal auf, der Wagen. Ist ein bisschen gruselig. Guck mal die Staubwolke an. Yay. Schade, ich dachte, das fliegt in die Luft.
so richtig mit Knall und schöne Effekte und so, aber naja. Nee, ne? Wir sind voll am Park vorbeigerannt. Okay, Leute, wir drehen um. Da gehen wir später mal längs, wenn wir doch mal längs müssen. Wartet mal, da oben ist ja auch noch ein Kreis. Bowling? Ja, waren wir aber schon. Aber ich entsinne mich nicht daran, dass wir an einer Tankstelle jemals vorbei. Naja, wir gehen jetzt zum Park, buddeln da eine Runde und gehen dann zum Museum. Ich hoffe, dass da irgendwie noch was angekreist wird. Haben wir was? Ja, ich bin zwar schon lange an dir vorbei, aber schlag mal die Luft. Die ist auch böse. Ja, hier muss irgendwo rein. Hier muss auch irgendwo zum Park gehen. Ah, hier. Jetzt dürfen wir die Statue suchen. Hier kommt man nicht hoch. Da liegt noch ganz viel. Warum finden wir immer Schrot? Das macht, beunruhigt mich ganz. Er guckt da noch zu irgendwas. So, irgendwas guckt er. Wohin guckst du, James? Da. Nee. Ah, da. Nee. Hä? Wartet mal, ich muss mal kurz. Nee, jetzt guckt er nicht mehr. Und vielleicht hat er sich nur die Bäume angeguckt, wie schön die sind. Wann ist das überhaupt Nacht hier geworden? War es nicht mal hell? So, jetzt suchen wir eine Statue. Eine Statue. Einfach eine Statue. Gehen wir geradeaus. Keine Statue bis jetzt. Gott, ey, ist das dunkel. Jetzt sind wir doch am Wasser. Hier, schmeiß mal Geld rein und guck. Hier kommen wir nicht rein, okay. Hier haben wir doch die eine getroffen, Maria. Scheiße, ich entsinne mich aber nicht an irgendwelche Statuen. Es ist zu ruhig hier. Ist euch das klar? Es ist so ruhig. Hier. Warte mal. Zum Andenken der 77 Frauen, wenn dann die Krankheit starben, haben sie. Okay. Okay. Ja. Irgendwie habe ich gerade nicht mehr den Mut, irgendwie was zu sagen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Dunkelheit immer dunkler wird. Das ist überdurchschnittliche Dunkelheit, wie SpongeBob sagt. SpongeBob! Ich hätte gerne eine Eis. Keiner da. Hä? Wie lang geht denn das hier, der Park? Warte mal. Nur mal so. Vielleicht müssen wir auch dahin, wo der Kreis ist? Wer weiß. Wir gehen erstmal jetzt weiter. Man weiß ja nie. Solange nicht Pyramid Head hinter irgendeinem Busch hervorspringt und sagt, buh, ist alles gut. Alter. Wow! Die Ansicht hat mir Angst gemacht. Ich sehe überhaupt gar nichts. Ah, aber da liegt was. Oh, was liegt, ist immer schön. Schon wieder Schrot. Ich sage ja, es beunruhigt mich ganz stark. Ist hier eine Statue? Nee. Da? Nee, ist ein Busch. Eine Busch. Eine Bank? Ein Dingsel, Bumsel? Keine Ahnung gerade. Wo soll hier denn eine Statue sein? Ich muss doch hier ein Löchlein buddeln. Pass auf, und gleich heißt das, suchen Sie eine Schaufel. What? Sehe ich gar nicht so. Ich suche nämlich keine Schaufel. Hä? Hier gibt es keine Statue, ich schwöre. Was steht da? Kaution. Ich habe das Gefühl, wir rennen im Kreis. Oh Gott. Nochmal. Aber hier waren wir doch schon. Nee, doch nicht. Das sieht nur alles so fucking gleich aus. Rechts vielleicht. Da. Die erste Statue. Und es ist keine betende Frau, oder? Ich erkenne gar nichts, ey. Anscheinend nicht. Klick nämlich. Und er sagt uns. Warte mal. Etwa der Kampf den Stab des Volkfreier von Zukunft seiner Angehörigen. Okay, das ist schon mal geil. Da muss es auf der anderen Seite sein. Dann sind wir doch hier falsch. Dann müssen wir wieder rüber. Ging das denn hier nochmal rüber?
Ja, hier waren wir eben, genau. Pass auf, das ist doch da, wo der Kreis wäre. Ich glaube, dann drehe ich voll am Rad, ey. Waren wir hier schon? Ja, stimmt ja, hier waren die mehreren Aussichtsdinger. Oh, komm schon, dann gehen wir jetzt genau dahin, wo der Kreis ist. Genau, hier war die Mitte. Aber dass hier niemand ist. So voll ruhig. Das ist ungewöhnlich für Silent Hill. Falscher Knopf. Ich schwöre, ich gehe jetzt exakt zum Kreis. Aha, toll. Obwohl, warte mal. Wartet mal. Ich glaube, ich weiß wo. Wenn das war links. Ich muss irgendwo links rein. Links. Hier? Gott, die Ansicht. Ich kann überhaupt nichts sehen. Sehe ich zwar auch nichts, aber naja. Hier, nee, Kaution. Hier steht auch Gott. Naja, okay. Ich wette, irgendwas passiert gleich. Ich schwör's euch. Ich weiß nicht was, aber es passiert gleich was. Mann, müssen die Nachbarn beten eine Frau? Ja, beten eine Frau. Die ist tatsächlich beim Kreis und die Ansicht ist auch einmal. Ich werde von neuem durch den. Hallo? Lässt das runter sein? Willst du graben? Ja, bitte. Wenigstens brauchen wir keine Schaufel. James wird zum Maulwurf. Ja, komm, wir haben den Schraubenkack dabei. Mach's bitte einfach auf. Okay. So, eine Bolze machen. Ich kann den Deckel nicht öffnen. Oh, Alter, natürlich kannst du den Deckel öffnen, Junge. Wir haben doch extra das Ding hier mitgenommen. Man muss den Jungen auch alles sagen. Ja! Ich habe einen alten Bronzeschlüssel. Ey, das ist jetzt aber nicht deren Ernst, dass wir wirklich zum Museum müssen. Ich habe keine Ahnung, was ist. Ich schaue mal jetzt die Karte an. Also, wir waren hier. Historic Sassen. Histor? Ja, das dürfte das Museum sein, eindeutig. Das heißt, wir gehen... Ja, jetzt können wir die Straße nämlich hochgehen. Dann gehen wir dam, 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 dam. Ich würde sagen, wir gehen noch bei Jax in Speichern. Obwohl, das war beim Auto, ne? Tex und Gas. Nee, Tex und Gas war genau die Tankstelle. Ach, da waren wir gefroren. Ah. Da haben wir die komische Stange gefunden mit der Reichweite. Ich wette, jetzt verlaufe ich mich oder jetzt kommen Monster. Habe ich den Schlüssel jetzt auch? Ich habe keinen Bock, hier nochmal hinzulaufen. Ich gucke lieber. Bei James weiß... Ja, da ist er. Antik aus der Branche war hinter einer der Statuen im Park versteckt. Ja, der war versteckt. Komisch, die PlayStation lädt ganz stark. Hallo, heute ist Sonntag und irgendjemand hämmert da, Alter. Das müsst ihr euch mal reinziehen, ey. Wir sind hier auf dem Kuhkauf und jemand hämmert da. In der Stadt wäre es ja nicht so schlimm, denke ich mal. Da gilt das ja nicht so richtig mit der Ruhe, aber im Kuhkauf schon. Naja, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, ihr habt jetzt voll einen Durchblick. Bis ihr das seht, ist es sowieso nicht mehr Sonntag, sondern bestimmt an der Tracht. Wo war denn jetzt das rechts oder links? Möchte ich nicht schon wieder falsch gehen? Rechts. Oder wir speichern erstmal und sind auf der sicheren Seite. Was sagt ihr? Ja. Ich kann euch ja leider nicht befragen. Ihr seid ja nicht wirklich hier. Ihr seid ja weit weg von mir. Ist ja auch egal, ey. Denk mal nicht, wir werden sterben, oder? 2 Sekunden später. James ist K.O. Melly schmeißt den Joystick durch die Gegend. Scheiße. Nein. Ich denke mal nicht, dass wir sterben.